Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte mich entschuldigen, dass gestern kein Video kam. Ich muss langsam reden. Deswegen kommen heute zwei Videos und sorry, dass das Licht blau ist. Und heute geht ja alles auf sozusagen die Vorbereitung auf meine Zahnspangenform. Wie ihr schon im Titel gesehen habt. Sorry, dass das Licht blau ist, falls ich es gesagt habe. Tut mir leid. So, jetzt fangen wir an. Also, ich habe ein Übergewicht und meine Zähne sind schief. Ich bekomme eine lockere Zahnspange und ich bin sehr froh, dass ich eine Zahnspange bekomme. Ich glaube, viele würden sich jetzt nicht so freuen. Schreibt es mal in den Kommentaren, ob ihr euch freuen würdet, wenn ihr eine Zahnspange bekommt. Ich bekomme halt nur für oben und ich habe eine in rosa-rot Glitzer. Mehr verrate ich euch nicht. Also, ja. Ich mache dann auch einen Vlog. Wann war der Termin nochmal? Am 11.01.2018. Also am 11. Januar um 16 Uhr. Also nicht wundern, dass ich hier hingucke. Könnt ihr sehen? Hier habe ich jetzt so einen Zettel. Und ich werde wirklich versuchen, einen Vlog zu machen. Und also, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch wirklich mit reinnehmen kann, aber ich werde so viel vloggen, wie ich kann. Und ich bekomme eine Zahnspange, die halt hier an den beiden Eckzähnen, wenn man das so sagen kann. Jeweils wartet, wenn ihr so zwei, drei, das vierte Zahn von euch. Die sind nämlich auch komplett. Der hier ist weiter hinten, der weiter vorne. Würde ich jetzt keine Zahnspange tragen, würde ungefähr mein Unterkiefer irgendwann da hinten am Hals sitzen und mein Oberkiefer halt da bleiben. Und der Schneidezahn, da würde an meiner Nase sein. Also muss ich meine allererste Zahnspange tragen. So, ich darf sie halt nicht zum Sport tragen. Ich darf sie nicht, wenn ich esse und nicht trinke, tragen. Und ich darf sie halt nicht in Turnhallen, in Schwimmhallen, in so halt Spiele, Schwimmhallen. Halt überall, wo was passieren kann. Zu Hause kann auch was passieren jederzeit, ja klar, aber da soll ich sie halt tragen und ja. Und ich bin so froh, dass ich endlich eine Zahnspange bekomme, denn sind erstens meine Zähne gerade und zweitens irgendwann, also so. 1, 2 Jahren bekomme ich eine feste Zahnspange und ich weiß schon der Nachteil an der Zahnspange. Weil du wirst so hart nuscheln. Das kann ich von meiner Schwester. Hat auch eine. Und sie hat die ersten 2 Wochen lang genuschelt. Vielleicht ist es bei mir auch gar nicht so schlimm. Vielleicht rede ich es mir nur alles ein und so, aber eigentlich habe ich jetzt, okay, habe ich eigentlich keine Angst. Angst kann man da auch eigentlich gar nicht haben und so. Ja, also, ich finde es einfach, ich finde manche, die eine feste Zahnspange haben und damit lachen, sehen damit viel, viel hübscher aus als ohne Zahnspange. Bei meiner Freundin, die hat auch eine Zahnspange und die hat dann ich rausbekommen und eine lockere bekommen und ich habe nur zu ihr gemeint, du siehst mit fester Zahnspange besser aus. Und ich finde unsere Zahn, also meine Kieferorthopädie Ärztin da richtig nett und richtig cool. Du hast also bei mir mindestens 15 verschiedene Farben und 20 ungefähr 20 verschiedene Bilder. Du darfst dir 2 Farben aussuchen und ein Bild.
Und ich bin so, also sie meinte auch, wir fangen erstmal mit oben an, dass dann alles so nach und nach kommt. Also ungefähr oben muss ich sie ein halbes Jahr tragen. Und unten, nee, warte, oben ein ganzes Jahr und unten ein halbes Jahr, wenn ich unten überhaupt bekomme, wenn sich das nicht mit der Festen machen lässt. Und ich habe halt auch so gefragt, ja, kann ich das damit machen, das und das? Und eigentlich waren die Fragen voll unlogisch. Also den Draht, der da halt so dran ist, der halt deine Zähne so zieht, den du denn da so dran hast. Den kann man nicht verbiegen, weil das ist wie so eine Art Stift, den du hast. Versuch den mal in einem Stück zu verbiegen. Das geht ja auch nicht. Und der ist dann halt auch so gebogen, dass hier zum Beispiel so ein U ist und hier ein U. Und diese U, die sind ungefähr, warte, das hältst du dein, halt dein Zahn, ist ja dann so. Die U sind in der Richtung, also in den gegengesetzten Richtung. Und das bringt die Zähne halt nicht weiter zu weit bei mir, jetzt so schief zu wachsen, sondern gerade. Und ich empfehle euch, wenn euer Zahnarzt sagt, ihr braucht eine Zahnspange, nehmt eine. Auch wenn ihr scheiße euch damit fühlt, ja, ich habe eine Zahnspange, ich hätte gemacht und so. Denke ich auch. Die ersten 2 Wochen wird wieder so ein Zahn. Also Zahn. Stein, Zahnfuzzi, Zahnspangenträgerin und kommen, was sie sich noch alles so ausdenken. Und es gibt halt so einen grünen Bereich, einen gelben und einen roten. Und ich bin so Büro. Also hier ist so gelb und hier ist rot. Und ich bin ungefähr da drin, also so zwischen, also so halb bin ich. Und ja, ich werde sie halt im Januar bekommen, in der 2. Woche am Donnerstag. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es endlich was bringt, weil viele, viele, ich habe viele, viele Jahre, ich hatte ein Plättchen genau 5 Jahre lang. Seit der 1. Klasse. Ich bin jetzt Sechste. Sogar 6 Jahre. 6 Jahre lang hatte ich ein Plättchen. Und das hat so gut wie gar nichts gebracht. Selbst Plättchen Nummer 2 hat auch nichts gebracht. Das hat nur mehr den Unterkiefer weiter nach hinten gezogen. Also praktisch. So, weiter nach hinten und würde ich jetzt keine Zahnspange bekommen. Und mein Hinterkiefer irgendwann hier hinten am Hals hängt und meine Vorderzähne da an meiner Nasenspitze. Und das, darauf habe ich auch keinen Bock. Von daher, ja. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefällt und wir sehen uns dann wieder morgen. Und schreibt mal ganz kurz in den Kommentaren, wenn ich euch zeigen soll, was alles in meinem Adventskalender war. Das gehört jetzt nicht dazu, aber dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!